Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr und Sie alle da seid im Institut für Internet und Gesellschaft zur heutigen Ausgabe vom digitalen Salon. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Urs Kind, ich bin Doktorand hier an diesem Institut und werde gleich noch ein bisschen sagen, was mich zu diesem Thema gebracht hat. Das Thema des heutigen Abends lautet Für immer Punk. Und es wird darum gehen, ob es heute in den Zeiten des Internets, des Smartphones, von YouTube-Stars eigentlich überhaupt noch Gegenkulturen gibt. Oder wenn ja, wie diese aussehen. Wenn es vielleicht nicht mehr die Punks von vor 20, 30 Jahren sind, wie man sie noch kennt. Genau, wie bin ich zu diesem Thema gekommen und zu der Ehre, heute diese Veranstaltung anmoderieren zu dürfen? Ich bin offensichtlich jetzt vielleicht nicht so der augenscheinlichste Punk an diesem Institut, aber wahrscheinlich liegt es dann eher an meiner Forschungsarbeit, die ich hier mache. Ich schreibe meine Doktorarbeit im Prinzip über neue Geschäftsmodelle, über YouTube, über aus medienökonomischer Perspektive, wie sich die Medienlandschaft gerade verändert, wie neue Player in den Markt kommen, in Konkurrenz treten zu alten etablierten Akteuren. Und im Laufe dieser Arbeit habe ich mir natürlich auch sehr, sehr viele YouTube-Videos angeschaut und auch Kommentare darunter verarbeitet. Und insofern kann ich diese These, die glaube ich auch so ein bisschen in der Ankündigung dieser Veranstaltung stand, nämlich, dass es eigentlich gar nicht mehr so richtig diese alten Gegenkulturen gibt, sondern dass die Jugendlichen, ja, sag ich mal, sehr, sehr kommerzorientiert sind, sehr Mainstream-orientiert sind. Insofern kann ich dieser These durchaus was abgewinnen, wenn man so diese ganzen Kommentare liest unter den Dougie Bees und Bibis Beauty Palace Channeln und so weiter, dann drängt sich dieser Eindruck schon ein bisschen auf. Und wenn ich so ein bisschen zurückdenke an meine Jugend, dann war es bei mir immer so, ich wollte gerade alles andere sein als Mainstream und immer irgendwie versuchen, so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Und das ist natürlich heute Abend auch die Frage, gibt es überhaupt noch solche Gegenkulturen, wie kann man die identifizieren? Und wenn man sich so das anguckt, wie das Internet die Gesellschaft verändert und was das für Einflüsse ausübt, kann man ja erstmal feststellen, dass das Internet im Prinzip ein ganz großes Potenzial bietet, dadurch, dass im Prinzip jeder einfach kommunizieren kann, Inhalte erstellen kann, global teilen kann, sodass man vielleicht sagen könnte, okay, das ist doch eigentlich eine ganz gute Umgebung, damit sich ganz, ganz viele kleine Nischenkulturen bilden, weil früher war es natürlich so, es gab begrenzte Kanäle, begrenzte Sendeplätze, begrenzte, weiß ich nicht, Seiten in der Zeitung und so weiter. Und es war sehr, sehr schwierig, da reinzukommen und da eigene Inhalte zu publizieren. Heute kann das jeder machen mit seinem Telefon, kann Videos aufnehmen, die streamen und so weiter. Insofern ist die Frage, sind das nicht vielleicht ganz viele unterschiedliche Mainstreams geworden, die man heute identifizieren kann? Vielleicht wird das ja auch nochmal aufgegriffen dann in der Diskussion. Oder vielleicht ist es auch gar nicht mehr notwendig, sage ich mal, dass Jugendliche sich zu ihrer eigenen Identifikation in Gegenkulturen einordnen, weil ich kann einfach dann meinem Channel auf YouTube oder auf anderen Plattformen folgen und bin gar nicht mehr so gezwungen, das durch Kleidung, durch eine bestimmte Frisur oder so nach außen zu tragen und auf der Straße zu zeigen. Oder vielleicht müssen wir auch einfach neue Maßstäbe entwickeln, um Gegenkulturen zu identifizieren im Netz. Vielleicht muss man sich ein bisschen mehr dran gewöhnen, in Hashtags und Memes und Influencern und so weiter zu denken, um eben diese Gegenkulturen noch zu identifizieren. Ich glaube, das war es erstmal so von meiner Seite. Insofern wünsche ich ganz viel Spaß bei der Diskussion und übergebe an Katja für die Moderation. Vielen Dank. Ja. Ja, herzlich willkommen zu diesem Mehrgenerationen-Digital-Salon. Ich hab so überlegt auf dem Weg hierher, was haben wir sonst so für ein Durchschnittsalter? Ich würde schätzen, 32 ist hier der Schnitt so meistens gewesen. Mal auch jemand, der jünger oder älter ist, aber das war so der Altersdurchschnitt. Letztes Mal sah es so aus, als würden die Leute, die hier waren, die waren ganz begeistert über die Ankündigung. Ich hatte die Hoffnung, die würden alle ihre Kinder, Großeltern und Urgroßeltern mitbringen. Es scheint mir aber doch
naja, ich sag so 32, vielleicht plus minus 15 Jahre in den Ausreißern mal zu sein. Jedenfalls schön, dass ihr alle gekommen seid und nicht denkt, ihr geht heute Abend lieber in den Biergarten bei dem guten Wetter. Ich bin Katja Weber, arbeite für D-Radio Wissen. Das Ganze hier knete ich dann nochmal um zu einer Radiosendung. Hier ist es aber eine Diskussionsrunde und da wäre es natürlich super, wenn ihr das Gefühl habt, das läuft hier alles falsch oder die Fragen, die ihr habt, werden nicht gestellt, wenn ihr das signalisiert. Es gibt ein Saalmikro. Ach so, und man kann auch twittern, Hashtag Dicksal für die, die uns im Stream sehen, auf hig.de. Ja, ich würde euch gern die Gäste natürlich vorstellen. Tarek Tesfu sitzt ganz außen, spricht auf YouTube über Geschlechterrollen, über Klischees und Stereotype und auch über die Ideen, mit denen man die eventuell knacken kann oder von links auf rechts oder andersrum drehen kann. Tareks Gender-Krise heißt der Videoblog. Wir haben ja gerade schon ein bisschen was gehört zu YouTubern. Ich würde mal sagen, Le Floyd hat so ein paar mehr Klicks, aber so zwischen 1000 und 8000 sind drin pro Video. Du lädst dir Leute ein wie Anne Wizorek oder Hengame und sprichst mit denen über die Themen, die dich interessieren. Also du bist Redaktion und ja, aufführender Produzent, alles in einem. Gabriele Roman sitzt neben dir, die leitet als Sozialwissenschaftlerin das Archiv der Jugendkulturen. Du hast das auch mit aufgebaut. Du hortest dort mit deiner Crew Poster, Flyer, Festivalbändchen mit Hashtags und so weiter. Wird es dann wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger, vielleicht kommen wir da drauf. Wer zum Thema Jugendkultur forscht, der sollte, glaube ich, dort mal ins Bergwerk einsteigen und gucken, was er da schürfen kann. Ihr habt die erste Bravo, ihr habt israelische Punkmagazine und was weiß ich noch alles. Charlie Nepolski sitzt neben mir, ist 15 und somit mit und im Netz sozialisiert. Sichtbare Katzenliebhaberin, Einhörner haben aber auch einen Platz in deinem Herzen. Sie zeichnet Comics und macht mit bei Jugend Hackt, ne? Habe ich richtig gelesen? Und hat ein Praktikum bei der TinCon gemacht. Das ist quasi, naja, die Republika für Junge, ne? Republikas Tochter. Genau, Republikas Tochter, also die Zielgruppe ist, glaube ich, von 13 bis 21, genau. Was natürlich auch schon ungefähr so 4 Zielgruppen sind, aber da wird es als eine gedacht. Und TinCon steht für Teenage Internet Work Convention, die gab es zum ersten Mal vor einem Monat. Ja. Du bist da, hast erst ein Praktikum gemacht und warst dann oder bist im Beirat. Ja. Schorsch Kamerun sitzt neben dir, 53 Jahre alt, ach so, das habe ich bei euch unterschlagen, 30 und 47, 43. Ich dachte irgendwie, in der Runde könnte man mal sagen, wer wie alt ist, weil vielleicht nicht unerheblich. Schorsch Kamerun also auf der Suche nach Abgrenzung und oder Zugehörigkeit in seiner Jugend beim Punk gelandet oder durch Punk errettet worden, wenn man es als Erlösungsgeschichte lesen möchte. Wenn denn seine Romanfigur Tommy from Germany stark autobiografische Züge trägt. Ich weiß nicht, damit komme ich wahrscheinlich noch häufiger heute Abend. Er ist Sänger der Goldenen Zitronen, Theaterregisseur, Clubbetreiber und eben auch Autor von Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Was wäre denn in deiner Jugend anders gewesen mit Internet? Es gab eben kein Internet. Also es gab ja trotzdem... Das ist eine Hätte-Frage. Naja, ich verstehe schon. Aber trotzdem hat man ja andere Möglichkeiten gehabt. Also ich glaube, dass das schon vergleichbar ist. Mhm. Dass die Auftrittsmöglichkeit Internet, die ja immer so dahergenommen wird als eine demokratische Möglichkeit. Und jeder kann das erstmal, wie du gesagt hast, mit seinem Smartphone oder wie auch immer. Diese Möglichkeit gab es ja anders auch. Also über Strukturen, die man sich selbst gebastelt hat, über Fansigns, die rumgeschickt wurden und so weiter. Auch das ist ein Netzwerk. Von daher glaube ich, dass die Dinge vergleichbarer sind, als wir hier so tun. Also ich glaube, es gibt da gar nicht so unbedingt, also es ist immer eine Frage der Wahrnehmung und eine Frage von natürlich Generation. Und ich glaube auch nicht, und das kam hier in der Anmoderation auch vor, ich glaube gar nicht, dass es unbedingt so ist, dass jetzt junge Leute weniger sich zeigen wollen oder weniger rebellisch sind oder was auch immer. Ich glaube einfach nicht an diese Art von Generationsunterschied. Es gibt einfach andere Möglichkeiten, das zu tun. Und vielleicht manchmal ist es auch schwieriger. Also jetzt mal ein irritierendes sich zeigen zu finden, ist heute vielleicht schwieriger. Also würdest du sagen, der einzige Unterschied mit Netz wäre damals Reichweite gewesen, gar nicht wirklich Inhalte, sondern nur die Distribution? Doch, die Inhalte schon auch, weil die Inhalte sind natürlich auch zum Teil Äußerlichkeiten, die das ist einfach schwieriger heute,
Irritationen zu schaffen über Äußerlichkeiten. Also ich meine, okay, du bist eine Katze, aber das irritiert mich jetzt noch nicht so wahnsinnig. Oder greift mich irgendwie an, oder wenn du das willst, ne, das ist so die Frage, weil... Und das ist uns schon gelungen, das ist schon der Unterschied. Als wir als Punker auf den Dorfplatz gingen oder auch in die Stadt gingen, war das schon so, dass wir irritiert haben oder dass Leute möglicherweise, und das wollten wir ja auch, davon wirklich sich aufgerufen fühlten, uns möglicherweise bis hin zu anzugreifen. Und das ist viel schwieriger geworden. Alle Themen der nachfolgenden Stunde in a nutshell von Schorsch. Willst du überhaupt irritieren? Das wurde dir jetzt so zugeschrieben. Nicht unbedingt irritieren, einfach nur auffallen. Okay. Nein, es ist halt einfach... Ich will halt kein Massenprodukt an Kleidung sein. Ich finde die, nichts gegen den Stil von heute. Mancher Stil ist auch voll geil, aber dieser Trendstil und sowas, das ist nicht meins. Also ich bin eher so, was Style angeht, bin ich auch, glaube ich, eher Alternativ-Punk. Alternativ-Punk, okay. Ja, also man kann nicht wirklich Punk dazu sagen, weil ich... Keine Ahnung, ich schreie jetzt nicht rum, Anarchie, bla, irgendwas. Keine Ahnung, ich bin halt kein Punk, ich bin dafür viel zu sozial. Und würde ich halt so sagen, das ist ja nichts Schlimmes. Aber. Okay, jetzt muss ich sagen, Anarchie, der Ruf von den Sex Pistols, spielt in deinem Roman, wenn man es in Roman nennen möchte, eine große Rolle. Jetzt waren hier einige Vorannahmen zwischen euch beiden schon, was sozial und das Gegenteil wäre ja Asozialität betrifft, aber ich würde gern nochmal dann die Frage, die ich Schorsch gestellt habe, rumdrehen und dir stellen. Was wäre denn bei dir oder an deinem Style oder an deinen Vorlieben anders ohne Netz? Man wäre, glaube ich, ganz, ganz viel unerfahrener, was halt auch, ich meine, ohne Netz ist es halt einfach, man muss halt wirklich rausgehen, die Welt halt wirklich sehen, so wie sie ist. Und im Netz kann man das halt auch einfach anhand von zwei Klicks machen und dann ist man halt auch einfach schneller, erfahrener als wirklich. Da würdest du, glaube ich, krass widersprechen, oder? Dir hat der Timmendorfer Strand... Ach, das weiß ich gar nicht. Nee, da würde ich jetzt nicht unbedingt widersprechen. Nee, weil man natürlich schon aus der, sagen wir mal, provinziellen Gegend natürlich eine andere Möglichkeit hat. Meinetwegen, ich will jetzt irgendwie wissen, wo irgendwelches Zeugs in New York verkauft wird. Das geht über zwei Klicks. Das ist vielleicht soweit okay. Wir haben unsere Jugendkultur über Jahre bis Jahrzehnte unentdeckt ausprobieren können. Großer Unterschied. Aber ich muss dir in zwei Sachen ganz kurz widersprechen. Das muss ich einfach tun. Und zwar, das Erste ist, ich glaube, dass das, was du verkörperst, schon mit Produkt zu tun hat. Weil das sind schon Dinge, die man auch zum Teil käuflich erwerben kann. Oder es sind teilweise Rollengeschichten, die ich so entdecke, die da drin stecken, die man sich schon auch angucken kann und die es auch schon gibt. Also das ist für meinen Geschmack dann in dem Sinne schon ein bisschen vorhandener. Also weil du auch weißt, was es ist und wo es das gibt, erstens. Und zweitens, das muss ich leider sagen, Punk ist nicht sozial gedacht, also ganz und gar nicht. Nee, das beschreibst du ja ziemlich ausführlich, wie das Netzwerk entsteht und wie ihr eure Strategien entwickelt. Im Gegenteil, wir fordern das eigentlich ein. Also man macht das, ich behaupte ja nicht, dass ich in dem Sinne äußerlich Punk sein will oder so, weil ich glaube, dass das nicht mehr funktioniert heute. Aber eigentlich ist es schon auch ein Appell an eine Welt, die wir irgendwie als zu zurück zum Beton empfunden haben. Und von daher ist es schon in dem Sinne kollektiv gemeint und in dem Sinne schon sozial. Also das ist das, was du vielleicht heute als Punk erlebst, was möglicherweise bettelnd in der Fußgängerzone rumsitzt. Das könnte vielleicht so wirken, das weiß ich nicht genau, aber grundsätzlich ist es nicht antisozial. Wenn denn gespielt, also es ist ein spielerischer Umgang damit, beziehungsweise als Spiegel und Provokation gemeint. Charlie, jetzt hast du gesagt, oder du hast sehr auf deine Individualität abgehoben oder das, woraus du dich bedienen möchtest. Würdest du denn sagen, du rechnest dich zu einer Szene oder es gibt irgendwas, wo du dazugehören möchtest? Es gibt halt, irgendwann mal muss man halt eigentlich immer was in Schubladen packen und es gibt halt auch ganz, also ich glaube, ich bin so ein Mensch, man kann mich wirklich, wenn mich jemand fragt, was hast du denn für einen Kleidungsstil? Dann sage ich halt grundsätzlich alternativ, weil ich bin halt nicht die Nike Air Max trägt mit Leggings und irgendwie einer Jeansjacke oder sowas, weil ich bin halt einer, es ist halt nicht so wirklich,
Es okay, ist sehr schwierig zu erklären. Jetzt hast du gerade selber die Schubladen angesprochen. Ich habe in einem Zeitungsartikel gelesen, da wurdest du befragt zur TinCon, was da für Leute sind. Oh. Du hast gesagt, etwa 70% sind Normalos, der Rest zur Hälfte Nerds und Hipster. Trendtussis sind nicht da. Ja. In welche der angesprochenen Kategorien gehörst du? Nerds. Ich Nerds. Würde wenn denn Nerds sagen. Okay. Tarek, um dann beim Thema zu bleiben. Deine Jugend zerfällt ja so in die Zeit mit und ohne Netz. Hat das für dich einen Unterschied gemacht? Gab es da irgendeinen Übergang, an dem du gemerkt hast, oh, ich stehe so mit je einem Bein in einer Epoche? Nee, ich glaube, wenn man so mittendrin bei etwas ist, checkt man ja selten jetzt irgendwie, was jetzt so wirklich passiert. Ich weiß halt einfach noch, dass wir dann irgendwann alle zu Hause in Chatrooms gechattet haben. So, das ist so der Moment, wo ich mich daran erinnere, dass das Internet so irgendwie zu einem nach Hause gekommen ist. Und es war halt irgendwie was Großartiges, mit Menschen zu chatten, die halt nicht dann, wie ich, aus Recklinghausen Süd gekommen sind, sondern die kamen dann irgendwie aus Berlin oder whatever her. Und so, das ist der Moment, wo ich mich daran erinnere, dass das Internet so ja, irgendwie nach Hause gekommen ist zu allem, also irgendwie auch zu jedem. Jeder hat irgendwie gechattet, beim Yahoo-Chat, glaube ich, noch am Anfang. Okay, so. Internet is coming home. Und jetzt genau. Mit Tareks Gender-Krise, hast du da irgendwie eine Zielgruppe im Auge? Also stellst du dir dann bestimmten Empfänger vor? Schon so ein bisschen. Also ich stelle mir halt meistens mich selber vor. So. Also ich überlege mir, was könnte mir gefallen, welche Ästhetik habe ich im Sinne von auch so einer filmischen Geschichte, weil ich ja schon bei meinen Videos ein bisschen versuche, so eine andere Ästhetik auch zu fahren, die jetzt auf YouTube ja eigentlich nicht vorhanden ist. Sondern dann beschreib dir doch mal kurz. Also man neigt ja bei YouTube dazu, sich einfach auf sein Bettchen zu hocken und dann loszuschnacken, was jetzt prinzipiell erstmal total in Ordnung ist, wenn man da halt Bock drauf hat. Ich habe einfach eine andere Ästhetik und die ist halt dann doch auch einfach mal durchs Fernsehen geprägt worden. So ZDF-Neo-Geschichten waren einfach Sachen, wo ich gesagt habe, Bambule, Sarah Kuttner, das sind einfach schnelle Schnitts und einfach eine dynamische Kamera mit einer Spielreflex dann auch meistens, was mir einfach gefallen hat. Und das wollte ich dann halt irgendwie auch gerne machen und habe halt dann versucht, diesen Look irgendwie auf YouTube-isch irgendwie dann umzusetzen. Okay, und deine Zielgruppe sind ganz genau, viele Tareks mit den Sachen, für die sich Tarek interessiert. Genau, also meine Zielgruppe sind erstmal ganz viele Tareks, die einen Sinn für Ästhetik und Inhalte haben und dann eigentlich so jeder Mensch. So, also meine Idee ist schon, auch in den Mainstream mit meinem Gender und meinem Feminismus halt zu kommen, weil ich einfach finde, dass Gender und Feminismus in den Mainstream gehören. Das haben noch nicht so viele Menschen wirklich verstanden, so, weil es wird mir immer halt danach gesagt, ich mache halt irgendwie Nischenthema und es wird ja nur ein paar Menschen interessieren und eigentlich ist doch alles super. Das finde ich halt nicht. Und, aber es gibt natürlich schon auch Zahlen. Also ich check dann schon auch mal bei Facebook, wer liked denn das so alles und wer guckt es denn so gerne. Und das sind halt schon Leute ab 25 und auch tendenziell zu 70% halt mehr Frauen als Männer. Zumindest haben halt diese Personen bei Facebook das Geschlecht weiblich angegeben, was auch immer das heißen mag dann. Okay, Gabi, jetzt gibt es YouTube seit 2006, Facebook seit 2004. Würdest du denn dann aus der Sicht der Sozialwissenschaftlerin sagen, Tarek empfindet es nicht so sehr, sagt er, ist auch noch fernsehgeprägt und so, würdest du sagen, da gibt es schon eine klare Zäsur, was das Entstehen und sich Organisieren von Jugendkulturen, von Subkulturen betrifft? Naja, das hat sich einfach verändert. Also ich würde schon auch der Eingangsthese widersprechen, dass Jugendkulturen nicht mehr so stattfinden oder Gegenkulturen, weil wir jetzt das Internet haben. Also es finden ja real Jugendkulturen statt, die gestalten sich, die machen Konzerte, die haben ihre Events, ihre Treffpunkte. Also egal, ob man da jetzt Punk, Hardcore-Szene, das ist ja nicht alles weg und tot und das gibt es nicht mehr und findet nur noch im virtuellen Raum statt. Also grundsätzlich ist das auch alles noch da und das Internet ist als Medium dazugekommen und wird halt eben auch genutzt und von den Jugendlichen. Und von daher würde ich sagen, einerseits sind das schon Zäsuren in der Mediengeschichte. Ne? Und das, es gab aber auch früher Zäsuren, als das Radio kam okay, oder als das Fernsehen kam. Aber also in der Mediengeschichte völlig klar, ja. Aber ist es eine Zäsur in der Geschichtsschreibung, die ihr im Archiv betreibt? Für uns ist das eine Herausforderung tatsächlich, was das Archivieren ne, von dem angeht, was im Internet passiert. Das wäre meine nächste Frage, aber jetzt würde ich erstmal gerne wissen, gibt es zum Beispiel eine Szene oder Subkultur, wo du sagst, das ist
genuin nur so durchs Netz möglich gewesen? Ja, also das ist Visual Kei, also wie Visual Kei nach Deutschland gekommen ist. Es ist eigentlich die erste, wenn man so will, internetgenerierte Szene aus Japan, also wo junge, überwiegend junge, sich als Mädchen beschreibende Menschen bei MySpace japanische Bands gesehen haben und die spannend fanden und angefangen haben, die zu kopieren. Und die dann praktisch real, also dann die Kostümierung dieser Bands nachzuleben. Was sind das für Bands? Lässt sich das musikalisch irgendwie einordnen? Dian Gray zum Beispiel, also ist eine der Bands aus diesem Bereich. Und unter J-Rock fallen eben halt auch alle möglichen Musikrichtungen. Das ist anders in Japan als bei uns. Also es ist nicht einfach Rockmusik, sondern da ist Punk mit drin, da ist Gothic mit drin, da ist Glam mit drin. Also eben ganz unterschiedliche Richtungen und auch in ganz unterschiedliche Artikulationen auch von den jeweiligen Bands. Und das Spannende ist eigentlich, dass diese jungen Menschen das entdeckt haben, als diese Bands hier noch gar nicht bekannt waren in Deutschland und angefangen haben, also sich dafür zu interessieren und eben die Kleidung nachzuschneidern oder zu verändern, neu zu kombinieren und das dann natürlich auch zeigen wollten und dann auch angefangen haben, Conventions zu veranstalten, um dann eben halt auch damit rauszugehen. Und ist das Netz dann wirklich in dem Fall mehr als nur ein Verstärker? Wenn du sagst, die haben eben Videos auf YouTube gesehen und haben... Nee, das war noch MySpace. Das war sozusagen nun, also die Karte davor, genau. Aber würdest du dann wirklich sagen, das ist was genuin Eigenes? Weil Filme oder Abbildungen oder Musik von Bands gab es ja vorher auch und du konntest dich auch vorher irgendwie anziehen wie Campino oder was weiß ich. Ja, aber es war natürlich nicht so leicht mitzubekommen, was wo wie woanders läuft. Ne? Das Internet macht es natürlich, also diese globale Vernetzung oder Wahrnehmung von dem, was im globalen Raum passiert, beschleunigt das natürlich ganz stark. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu der Zeit vor dem Internet. Ne? Und da du es gerade selber angesprochen hast, die Frage des Archivierens, wie archiviert ihr jetzt alles, was beispielsweise Charlie und Tarek im Netz veranstalten? Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, weil wir das teilweise nur punktuell machen bisher. Also dass wir halt im Rahmen unserer Bildungsarbeit beispielsweise dann auch, ne, wenn wir irgendwelche Veranstaltungen, Seminare, wie auch immer planen oder auch das Monitoring zu bestimmten Szenen auch machen, dann natürlich gucken, die Sachen auch teilweise runterziehen. Jetzt auch gerade dabei sind, eine Datenbank dazu zu erstellen, also wo man dann eben gezielter die Sachen dann auch archivieren und klassifizieren kann, dass man sie auch wiederfindet. Jetzt weil frage das, ich mich, wie verschlagwortet ihr das alles? Ich meine, wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen, aber das ist ja, also ihr arbeitet echt gegen die Zeit, oder? Mit dem Versuch, das Internet zu archivieren. Das darfst du natürlich überhaupt nicht denken, wenn du das machst, sondern du musst natürlich von vornherein davon ausgehen, dass du nur einen Ausschnitt archivieren kannst, sammeln kannst. Du kannst natürlich nicht alles machen und dafür muss man dann eben Kriterien entwickeln, was ist wie gerade interessant. Ne? Und für uns auch aus der Sicht des Archivs, also was wollen wir da sozusagen einspeisen und dann entsprechend mit Schlagwörtern dann auch wieder auffindbar machen. Okay, wer es euch da leicht macht, sind die goldenen Zitronen, zumindest was die Netzpräsenz betrifft. Die ist so, ich sag mal, übersichtlich geraten. Ich habe auch ein Interview gefunden von euch mit der Specs. Da hatte der Interviewer das auch schon mal abgefragt, ob ihr so Abstinenzler seid oder euch verweigert. Ich würde sagen, in deinen ersten Statements schwang schon auch mit, dass du jetzt nicht unbedingt angewiesen bist aufs Netz, um das zu machen, was du machen willst. Und in diesem Specs-Interview habe ich gelesen, wenn ihr euch da großartig präsentieren wolltet und so, sagst du, dann würden wir da doch nur Markenbildung machen. Meinetwegen, aber ja. Meinetwegen oder stimmt? Ich weiß nicht, wir sind nicht so die großen, in dem Sinne, Produktvertreter, glaube ich. Also es gibt ja so mannigfaltige und unendliche Möglichkeiten und natürlich durch das Internet, Vor- und Nachteil zugleich, sind nochmal unendlich viele Kanäle dazugekommen, wo man dann auch das, was man dann auch Promo nennt, benutzen kann. Also wenn man beispielsweise eine Platte rausbringt. Und wir sind da so ein bisschen, wir sind keine guten Fanpfleger. Also das haben wir irgendwie nicht so richtig drauf. Also like und hab dich lieb und so, das ist nicht so ganz das, wo... Ach, ich will das alles gar nicht ausschließen oder bin auch jetzt, das ist ohne Wertung, also ich habe da gar nichts dagegen, wenn das Leute irgendwie machen. Aber das ist irgendwie nicht so richtig unser Ding. Wir empfinden uns, glaube ich, auch gar nicht so. Auch gar nicht so als eine Band, die irgendwie jetzt sich sieht und ihre sogenannten Fans. Also das haben wir eigentlich nie so begriffen, weil wir eben tatsächlich aus so einer Community kommen, die irgendwie glaubt,
eine Szene zu sein. Und wir begreifen uns als Teil davon. Deswegen haben wir jetzt auch nicht so das die Außensicht. Aber ansonsten, ich meine, wir benutzen doch auch alles. Und es ist ja auch zugegeben, also wir bringen ja auch Videos raus und nehmen die als Darstellung und die gibt es auf YouTube und die haben ihre Klicks oder nicht. Also wir machen das ja, wir benutzen den ganzen Kram und verstehen es auch so. Mhm. Also auch als Instrument oder auch als Möglichkeit von Ausdruck oder sich einmischen können und so weiter. Beziehungsweise als zusätzlicher ästhetischer Ausdruck. Also da geben wir uns ja große Mühe. Ich glaube, unsere Videos sind uns wirklich sehr, sehr wichtig zum Beispiel. Aber also in diesem Interview zumindest, ich glaube von 2015, ja, wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich das Gefühl, da die starke Ablehnung rauszulesen, dass das alles zu durchkommerzialisiert ist. Da war auch die Rede davon, dass das Netz gentrifiziert sei. Kann aber sein, dass das der Interviewer reingetragen hat. Ja, gentrifiziert, ja, das stimmt ja vielleicht auch irgendwie. Das ist ja, wir begreifen ja, dass das alles widersprüchlich ist. So wie eben Gentrifizierung auch in Städten einfach widersprüchlich ist. Also du machst irgendwo einen Club auf und sagst, der will alternativ sein und glaubst gleichzeitig, weißt du, dass dieser Club die Gegend mit aufwertet. Und so ähnlich ist es ja mit allen Dingen. Also das ist ja das Problem von gegenkulturellen Dingen im Allgemeinen. Dass der radikalste Versuch ist auch gleichzeitig der sich am besten vermarkten lässt. Das ist ja vielleicht eins der Probleme. Wo sich was geändert hat, also da muss man ja die Begriffe sehen. Also wenn du sagst, alternativ, ist, glaube ich, genau das vielleicht auch die Schwierigkeit. Weil man kann so schlecht alternativ sein. Dass wenn du einen guten alternativen Entwurf schaffst, dann ist er gut zu gebrauchen für Werbung für einen Mercedes oder so. Das ist vielleicht das Problem. Und das war zu unserer Zeit gerade noch nicht so. Also ich glaube, keiner kam und sagt, hey, wow, ihr seht echt super cool aus. Setzt euch mal in diese Karre hier rein. Und wir schreiben darunter, ey, kauft dieses Auto. Das war ganz sicherlich okay, nicht das so. Ist vielleicht das euch ist aber nicht heute passiert, so, also das kann man mit dir sicherlich machen. Entschuldigung, ist ja auch in Ordnung. Aber du. Ja, also vielleicht. Ne, im Buch beschreibst du jetzt eine super schlaue Theoretikerin eurer Szene, die kluge Katrin, ja, der genau das widerfahren ist oder die genau das, ja, mitgemacht hat. Genau. Also die in dem Orbit der Szene, dieser dörflichen zunächst Szene, die du beschreibst, unterwegs ist und die dann einen Hammer-Werbefilm landet, der, weil sie eben so genau checkt, wie Kommunikation läuft. Die das gebrauchen, haben es gecheckt, dass man die Leute von der Straße holt und das zur Marke machen kann. Das ist der Punkt. Ja, und ich glaube, also wenn wir jetzt gucken, aktuell vom Gorki-Theater Flüchtlinge fressen, da denke ich auch, da können so einige der Motion-Designer direkt bei Scholz & Friends irgendwie so ins mittlere Management rein. Das ist, glaube ich, genau diese, das ist ambivalent. Also das ist diese Widersprüchlichkeit, natürlich, die du angesprochen hast. Ich wollte heißt dich ja nicht, dass es scheiße ist. Also ich wollte dich ja gerne von dem Specs-Interview ausgehend auf die These festnageln, dass das Netz durchkommerzialisiert sei, das scheint mir nicht zu gelingen. Ich frage dann nochmal andersrum. Würdest du aber sagen, durchaus ist es möglich, dass im und durch das Netz nicht affirmative Bewegungen entstehen und sich organisieren? Was heißt nochmal affirmativ? Das ist jetzt kokett, oder? Naja, also ich verstehe das Rumgereite auf dem Netz in dem Fall gar nicht so sehr, ganz im Ernst. Also ich meine, klar, ihr macht es so, aber ich habe das Gefühl, dass das gar nicht so richtig was bringt. Das Herausstellen im Einzelnen der Betrachtung der Themen, nehmen wir jetzt mal Gegenkultur. Gegenkultur sucht sich Plattformen. Oder eben, also genauso wie Sie oder wir alle uns Plattformen suchen, um irgendwas zu zeigen. Und das Netz wird benutzt. Genauso wie meinetwegen ein Theater benutzt wird, wie wir das vielleicht hier im Gorki gerade erleben. Und das ist uns eigentlich ein bisschen egal. Also wir nehmen das und deswegen sage ich nicht, das ist alles nur durchkommerzialisiert. Das muss es ja gar nicht sein. Also es ist erstmal gar nicht so eine starke Wertung. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen, das ist fast ein bisschen altmodisch so zu denken. Dass man jetzt irgendwie glaubt, durch das Internet, allein der Begriff, der klingt schon so altmodisch mittlerweile, finde ich, auf eine Art, wird jetzt plötzlich die Welt zu einer, die man nicht wiedererkennt. Ich glaube, das muss man gar nicht so sehen. Also ich habe immer das Gefühl, dass man, wenn man modern denkt, die Dinge einfach so schon auch hinnimmt und sie auch für sich jeweils überprüft und ja, benutzt klingt so ungeschickt oder also als Möglichkeiten sieht, ne? Und ich glaube, dass man so schon, das Internet ist schnell, wie wir alle wissen, und wenn wir das Internet erstmal überprüfen und schauen, wie wir damit umgehen, es ist wirklich schon woanders dann. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Deswegen
benutzt es. Genauso wie man vielleicht die Räume benutzt, die einem zur Verfügung gestellt sind. Ich sehe das so zum Beispiel bei Theatern so als Beispiel. Oder was jetzt hier so ein Sender möglicherweise machen kann. Ansonsten glaube ich, zumindest so in der Neurologie, wie wir uns fühlen, wie wir zu den Dingen stehen, ist das sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, dass wir da sogar sehr ähnlich denken erstmal. Aber es ist unterschiedlich, wie wir der Gegenwart gegenüberstehen. Aber das macht das Internet nicht plötzlich total anders. Das glaube ich einfach nicht. Es gibt Vergleichbarkeiten. Auch früher gab es Netzwerke. Du nickst, wenn Schorsch sagt, ich glaube, dass wir das da ähnlich sehen. Du nickst. Naja, ich meine, wie soll man das beschreiben? Man hat, glaube ich, was auch jetzt hier angeht, es gibt Menschen, die würden sofort zunicken zu sowas, zu einer Diskussionsrunde. Es gibt halt auch einfach Leute, die halt komplett anders ticken und sagen so, nee, da gehe ich nicht hin, das ist mir hier viel zu groß oder viel zu klein, geht ja auch. Oder diese einfach, Veranstaltung hier jetzt. Ja, oder einfach unsympathisch oder bla irgendwas. Und ich meine, allein, dass man halt Menschen sieht, die das gucken, wie ihr jetzt hier gerade oder wie die jetzt im Netz oder die jetzt hier sitzen und mit anderen rumdiskutieren, haben halt auch schon gleiche Meinungen und gleiche Erfahrungen. Aber jetzt nochmal, Schorsch hat ja gesagt, er dividiert es gar nicht auseinander oder will es eigentlich nicht auseinander dividieren, dieses digital, analog und in welchem Raum drückst du dich aus. Stimmt das für dich auch? Man hat, analog würde ich eher sagen, dass man, also Internet ist anonym und dadurch traut man sich auch, glaube ich, viel mehr im Internet als so gesehen analog. Und ist es anonym? Naja, es ist. Spricht man nicht gerade vom Gegenteil, dass die Dinge durchaus sehr kontrolliert und überwacht sind? Hat man nicht auch das Gefühl mittlerweile? Noch ein Widerspruch. Vielleicht. Aber erstmal fühlt es sich so an. Du meinst, du schickst es raus. Aber ist es nicht sogar das Gegenteil der Fall, dass man so sehr überhaupt niemals auch in die Wohnstuben und Kinderzimmer oder was auch immer kam? So sehr kam man ja nie an die Leute ran eigentlich. Naja, digital ist es halt auch einfach so, du machst dir einen Namen. Allein die Hater. Die machen sich einen YouTube-Account, nennen sich, keine Ahnung, DarthVader.org. Aber die kommen dir eventuell nahe, indem sie dich so beschreiben oder wie auch immer. Also ja, aber die kennen dich ja nicht. Ja. Das ist es halt. Ja, klar. Aber die machen dich fertig. Und das einfach nur, weil sie Aufmerksamkeit haben wollen oder halt einfach Langeweile haben. Und allein das ist halt im Digitalen möglich und das macht das Digital doch eigentlich auch ganz schön fies. Und im Analogen gehst du halt nicht einfach so auf irgend so einen Typen hin, schlägst ihn ins Gesicht und sagst, du hast eine Scheißfrisur. Natürlich. Du bist Homo und schwarz. Natürlich gibt es das eben nicht. Genauso doch. Na gut, Tarek, vielleicht kannst du dich dazu verhalten. Also ich kann mir vorstellen, du kriegst auf deine Videos auch die eine oder andere Reaktion, über die du dich nicht freust. Das ist ja schon nochmal ein großer Unterschied. Also ich glaube auch, und da gebe ich auf jeden Fall ihr zu 100% recht, dass die Art und Weise, wie im Netz Hass quasi gestreut wird, jetzt nicht so 1:1 zu vergleichen ist im sogenannten Real Life. Weil, also ich habe schon viel mitbekommen, auch an Beleidigungen, die sich Menschen trauen, wenn ich so quasi vis-à-vis ihnen gegenübersetze. Aber wenn ich halt teilweise die Kommentare unter meinen Videos lese, es hat dann nochmal eine ganz andere Dynamik. Das kann man einfach nicht vergleichen. Also mir hat noch niemand gesagt, geh zurück nach Ruanda und steck dich mit AIDS an, als er mich halt mal gesehen hat. Ne? Natürlich eine Person, die da irgendwie im Netz rumtippelt, traut sich das halt dann natürlich ein bisschen eher. So, weil das natürlich auch eine krasse Hemmschwelle ist. Ich sage jetzt nicht, dass die Menschen, wenn sie offline sind, alle easy peasy sind. Aber die Art und Weise, wie Wörter benutzt werden, hat ja natürlich auch noch die Möglichkeit zu überlegen. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Situation bin, die mich irgendwie gerade aufbraust, kann ich ja nicht dreimal überlegen, naja, wie mache ich den Satz am allerbesten, damit es auch die Person am allertiefsten treffen könnte. So, ne? So, man hat ja dann auch die Möglichkeit, man kann nochmal ein bisschen was löschen, nochmal überlegen, Stündchen, nochmal einen Kaffee trinken und dann vielleicht nochmal einen neuen Post schreiben. Also die Art und Weise, wie man halt dann kommuniziert im Netz, ist halt schon eine andere. Was okay, natürlich nicht heißt, dass der Hass nicht auch real da ist. Wenn ich das jetzt mal zusammennehme, könnten wir doch dann zumindest hier als Arbeitsthese formulieren, die Hasskultur oder die Hater im Netz sind so eine Art Gegenkultur.
Weil das habe ich jetzt bei euch allen dreien rausgehört, dass das dort krasser stattfindet, als es euch so begegnet ist. Das Wort Kultur ist zu nett für Hass, finde ich. Man kann es nicht Kultur nennen, es ist halt einfach Hass, es ist halt so was Eigenes. Und Kultur ist halt sowas, also es muss nicht unbedingt negativ sein, aber es, man kennt Kultur als positive Schubladenform oder Subkultur oder hier sowas. Hier soll es jetzt halt einfach so, nur eine Struktur beschreiben. Es hat eine Struktur, aber Hass ist halt einfach, es ist halt was Eigenes, es ist halt einfach negativ und das will man auch ganz ehrlich nicht als Kultur hinzufügen. Es ist auch keine Subkultur im Netz, finde ich. Nee. Es ist eher dann der Mainstream, weil ich habe schon das Gefühl, dass die Leute, es ist ja schon so diese schweigende Mehrheit, die halt eher Sachen, wo sie sagen würden, okay, das sehe ich auch so. Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendetwas sehe, also ich kommentiere sowieso erstmal gar nichts, aber wenn ich jetzt was kommentieren würde, ich sehe jetzt etwas, was ich erstmal gut finde, dann mache ich ja allerhöchstens, wenn überhaupt, ein Like drauf. Aber ich würde niemals hinschreiben, hey, super Dufte gemacht. So, das ist ja so diese schweigende, bejahende Mehrheit. Aber die halt was Scheiße finden und dann halt diesen Hass irgendwie, warum auch immer, halt nutzen, das sind halt dann diese Sichtbaren, die jetzt nicht unbedingt an der Masse so die Mehrheit sind, aber in der Art und Weise, wie Kommentare halt benutzt werden, die Mehrheit einfach ausmachen. Ja, ich habe vorhin auch nicht Sub, sondern Gegenkultur gesagt. Wir können jetzt hier gerne auch eine Hater-Diskussion draus machen. Ja, bevor der Tim kommt. Ich würde aber gerne, oder keine Ahnung, sagt ihr mal, ob wir da bleiben sollen. Ich hätte ja sonst noch so ein paar Fragen zum Thema Kommerzialisierung etc. pp. Aber wenn ihr sagt, ist sowas von 2015, dann können wir das auch sausen lassen. Ich frage mal, habt ihr Fragen? Wollt ihr hier was einfordern, Gegenrede halten? Meldet euch. Scheint alles total zu stimmen. Da gibt's es gibt jemanden. Ein Saalmikro, aber ich weiß nicht wo. Ah, da kommt's. Kann auch laut sprechen. Nee, das soll ja auch auf die Aufnahme drauf. Finde ich. Also zurück zum Anfang, zu der Frage Gegenkulturen oder nicht. Mir geht es auch so, dass ich das Gefühl habe, so dieses klassische Gegenkulturen, wie ich das kenne, was du beschrieben hast, aus Punk oder Popper oder was es immer gegeben hat, ist nicht so sichtbar und verfliegt mehr. Aber ich finde da auch nichts Schlimmes dran. Also eine Gegenkultur gibt es ja nur dann, wenn man gegen etwas sein kann. Wenn es keinen Grund hat, wenn ich kein Gefangener bin, muss ich auch nicht abhauen oder muss ich mich auch nicht gegen meine Gefangenschaft wehren. Dann ist ja nichts verkehrt. Ich kann ja niemanden verurteilen, weil er kein Gefangener ist und hey, du musst dich befreien. Woraus muss ich mich befreien? Wenn das nicht da ist, ist es so. Daran finde ich nichts Schlimmes. Und deswegen muss ich auch nicht sagen, die heutige Jugend, weiß ich nicht, die wehrt sich gegen nichts oder gibt es keine Gegenkultur. Das finde ich ein bisschen dran vorbei und auch verkannt. Ich habe das Gefühl, man guckt so oft mit der Brille, wo ist denn diese Gegenkultur? Und wenn sie nicht da ist, ist das pathologisch, dann ist da irgendwas falsch. Und so gucke ich auf die Leute nicht. Das möchte ich nur anmerken, dass ich es ein bisschen seltsam finde, das so gleich voranzustellen, das müsste so sein. Ich glaube einfach, dass die Dinge einfach wesentlich komplexer sind. Und dass man das möglicherweise schon machen würde, wenn man da schwarz-weiß hervorgehen könnte. Also wenn du sagst, es gibt heute nicht richtig was, wogegen man sein kann, das stimmt ja absolut nicht. Man kann gegen was sein. Nee, also ich meine, auch die Gründe sind ja, weiß Gott, da. Also wir erleben ja eine Welt, die ist schwieriger als vielleicht noch zu der Zeit, als ich mich auf den Dorfplatz gestellt habe, weil sie einfach entsetzlich ungerecht ist Also ich meine, letztes Jahr, es gab noch nie mehr Flüchtlinge auf der Welt, wie letztes Jahr als Beispiel. Und wir erleben ja ständig totale Krisen und ja auch Dinge, gegen die wir uns irgendwie empfunden, verwehren wollen. Nur ist es eben schwieriger. Und deswegen ist es schwieriger, eine Gegenidentität zu setzen. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Schwierigkeit. Wenn es eine gibt, ist sie zu gebrauchen, tatsächlich, um daraus möglicherweise eine Marke zu machen. Aber ich glaube nicht, dass die Gründe weniger da sind, also in keinster Weise. Hast du denn so eine Arbeitsthese oder einen Vorschlag, wie in dieser zersplitterten oder in dieser Komplexität? Kann das sein, dass du irgendwie so zielgerichtet irgendwie vorankommen willst, weil du immer so von Arbeit sprichst? Also ich sehe das gar nicht so als Arbeit, weißt du, was ich meine? Also ich weiß gar nicht, ob man lösen muss oder so. Das, ja, das kommt gut, mir gar nicht aber, so vor. Aber wenn du sagst, also du bist jetzt bei der Analyse, dann würde ich denken, folgt daraus, dass man
eine Idee entwickelt, wie man mit der Analyse weiterlebt, dann meinetwegen, wenn du Arbeit nicht sagen magst. Ja, also ich glaube, dass die Zeichen, die es gibt, einfach verschiedener werden und zum Teil auch unkenntlicher, weil es eben nicht mehr so möglich ist, sich einen Irokesenschnitt zu schneiden und zack, damit bin ich gegen irgendwas. Interessiert keine Sau. Aber es gibt natürlich Sachen, die trotzdem weiter draußen sind. Ich meine, man kann von irgendeiner Goth-Szene sprechen, however. Oder aber man muss leider sagen, dass dann möglicherweise Leute zum IS gehen. Das ist ja eine These, die ist nicht von mir, aber sie ist eine. Also dass man sich so verradikalisiert, dass man anscheinend, oder da ist man vielleicht sogar an so einer Parallele zu so einem Hate, dass es doch eine ganze Menge Leute gibt, die eigentlich unendlichen Druck in sich spüren und Schwierigkeiten haben, das irgendwie zu verkultivieren, um das mal in diese Richtung zu bringen. Das scheint irgendwie wahnsinnig schwer zu sein, weil die Verkultivierung so sehr aufgesogen ist. Das ist eine Möglichkeit, warum das so schwer zu klappen scheint. Also jedenfalls in der Welt, in der wir leben, ist es sehr, sehr, sehr schwer, mit einer gegenkulturellen Sicht oder mit einem gegenkulturellen Aufzeigen irgendwie eine Identität zu schaffen. Das scheint unheimlich schwer zu sein. Gabi, was sagst du dann als Leiterin des Archivs dazu? Also das ist ja, wenn dann zerbröselt euch ja eigentlich euer Arbeitsgebiet. Nee, das würde ich nicht sagen. Also es gibt ja auch diverse Jugendstudien, die immer in Abständen gemacht werden, um zu gucken, also wie tickt sozusagen die Jugend auch im Hinblick auf politisches Engagement und Protestbewegungen. Und da ist ja schon seit einigen Jahren immer wieder auch bei rausgekommen, dass Jugend punktueller agiert. Also vielleicht eben nicht in ein kulturelles Korsett sozusagen gebunden und dann auch dort immer klar erkennbar und auch mit einer Kontinuität vielleicht auch über mehrere Jahre oder Jahrzehnte, sondern dass sich auch Jugendliche punktueller und in verschiedenen Formen auch durchaus engagieren und äußern, sei das jetzt über irgendwelche Kampagnen oder andere Protestformen, die es gibt. Und von daher würde ich sagen, es hat sich tatsächlich verändert. Ich denke auch, dass es einerseits daran liegt, dass Provokation und Protest schwieriger geworden ist, vor allen Dingen auch Provokation, weil vieles in der Hinsicht ja toleranter geworden ist in der Gesellschaft. Punk zu sein in den 80er Jahren hatte deutlich mehr Widerstände hervorgerufen in Deutschland. In anderen Ländern ist das übrigens auch nochmal ganz anders. Das ist eigentlich jetzt gerade eine sehr deutsche Debatte. Ne? Also wenn man in andere Länder, auf andere Kontinente guckt, ist das teilweise deutlich politisierter. Also Punk in Mexiko zu sein, ist eine deutlich größere Herausforderung als Punk hier zu sein. Und da denke ich, das ist tatsächlich wahrscheinlich schwerer geworden für jüngere Menschen mit Auffallen, was du auch sagtest. Ne? Du möchtest auch gerne deinen eigenen Stil haben und eben nicht dann sofort darauf reduziert werden, ach, das gibt's hier und da und das hast du dir dann so und so zusammengestellt. Da hatten wir es früher ein bisschen leichter. Ne? Also wir hatten sozusagen ja gar nicht so eine riesen Auswahl, so ein riesen Sammelbecken, wo wir uns was hätten rausnehmen können auch. Und bei uns sind die Älteren gleich sehr schnell sauer geworden, wenn wir uns irgendwie auffälliger verhalten haben, also auffälliger gestaltet haben. Die Reibung war deutlich größer. Und das weiß man ja auch aus der Forschung, dass so das Verhältnis zwischen den Generationen, Älteren, Jüngeren, also so ein bisschen friedlicher geworden ist zwischen Eltern, Kindern. Ne? Also ich komme noch auch aus einer Generation, wo autoritäre Erziehungsstile noch sehr weit verbreitet waren, was ja jetzt natürlich schon in den nächsten Generationen abgenommen hat und wo dann ja auch dieses Aufbegehren gegen das familiäre Umfeld auch gar nicht mehr so ausgeprägt ist. Und ich denke, das wirkt sich ganz klar aus auf Jugendkulturen. Auch natürlich dann auch das Angebot unter anderem im digitalen Raum, dass man sich mehr so zusammenstellt und das vielleicht auch schnelllebiger wird und austauschbarer auch. Aber es heißt nicht, dass junge Menschen, also das finde ich ganz wichtig und das finde ich eigentlich auch total schön und positiv da bin ich auch ganz optimistisch, dass junge Menschen nur noch da sitzen, konsumieren und sich für nichts mehr interessieren und sich zu nichts mehr motivieren lassen, auch mal dagegen zu sein. Du hast gesagt, es gibt viele Studien, die Shell-Studie ist eine. Ende April war die große Überschrift Generation Mainstream. Das war dann die Sinus-Jugendstudie, die zwar nicht repräsentativ angelegt ist, aber einige qualitative Interviews geführt hat und rausgefunden zu haben, meint, dass die Jugendlichen zwischen 14 und 17 in Deutschland zumindest den Wunsch haben, nicht groß rauszustechen aus der Masse. Also du stehst nicht dafür. Ich meine, es gibt ganz, ganz viele Jugendliche, die sehr viel... Also wie soll man Trend beschreiben? Es gibt ja immer einen neuen Trend und es gibt sehr viele, die mit der Masse mitschwimmen und es gibt halt heutzutage
aber auch irgendwie immer weniger, die auch halt so gesehen gegen den Strom schwimmen. Ist Mainstream für dich ein, also du willst nicht Mainstream sein, erklärtermaßen. Das ist für dich ein Wort, da möchtest du nicht mit gemeint sein. Ich glaube, für jeden ist Mainstream was anderes. Also für mich ist Mainstream jetzt zum Beispiel, wie ich es halt sage, halt einfach Trend. Wie soll man das sagen? Ich glaube, für jeden ist Mainstream einfach was anderes. Und für mich ist halt Mainstream einfach halt auch Massentrend. Also dann versuche ich es nochmal anders, Zitat aus der Studie, die meisten der dort Befragten wollen, Zitat, bürgerliche Normalbiografie und Wohlstand, jedoch keinen übertriebenen Luxus. Geht das klar? Ist das total behämmert? Es geht eigentlich so, also ich glaube, Luxus will heutzutage, wie soll man das erklären, das ist halt einfach ein Thema, das ist halt eigentlich so ein Einzelthema. Ich sage jetzt einfach so, es geht klar. Okay. Sonst diskutiere ich noch einen Roman irgendwie. Dieser Begriff Mainstream, würdest du sagen, man kann mit dem weiterarbeiten, weil ja dann doch, das ist die Überschrift und wenn du dann liest, was sagt die Studie, dann sagt die, was du auch schon angesprochen hast, die sind eigentlich in der Mehrzahl sozial engagiert, die sind hilfsbereit und viele andere schlimme Sachen, die man immer liest, findest du da gar nicht wieder. Du kannst aber natürlich auch die Zielgruppe der Hater oder so, die angucken, dann liest du wieder anderes. Klar, der IS als Jugendphänomen wurde auch vielfach beschrieben. Also ist der Begriff Mainstream einer, mit dem du überhaupt arbeitest oder verschiebt sich damit dann auch immer, je nachdem, wo man guckt, eigentlich die Zielgruppe? Ja, vielleicht verläuft die Grenze da eher bei dem, was eine reine konsumierende Rolle bedeutet. Ne? Also wenn jemand nur konsumiert und die Dinge aufnimmt, dann ist das vielleicht eher sowas wie ein, was mehr in der Masse passiert und was auch dann an Profil verliert, was die individuellen Interessen und Artikulationsformen jugendkulturellen auch angeht. Ne? Ich würde sagen, mein Mainstream verwenden wir auch schon ein Stück weit, ne, im Archiv. Also das, und meint dann was und wen? Naja, eigentlich Konsumenten, Konsumentinnen, die sich nicht wirklich näher damit befassen, zum Beispiel mit Geschichte, Entwicklung von Jugendkulturen, sondern einzelne Facetten rausnehmen, das irgendwie ganz schick finden mal eine Zeit lang, aber das sozusagen geschichtslos verwenden. Ne? Also das würde ich so ein bisschen als Mainstream-Phänomen auch begreifen, weil, also da, ja, also den Begriff Hipster, ne, also das kursiert ja so, ne, also das Hipstertum, also wo sehr viel miteinander kombiniert wird, was ja erstmal ein Großstadtphänomen war auch, was sich dann auch weiter ausgebreitet hat, wo man auch vielleicht nicht so richtig sagen kann, ist das wirklich eine Szene, ist das wirklich eine Kultur, also was weniger fassbar ist einfach insgesamt. Ich finde es aber auch schwierig, sofort zu sagen, das ist sozusagen der Mainstream, weil es doch immer wieder von den Individuen abhängt, welche, ne, Haken und Ecken die auch haben und wo der vielleicht doch mehr hinter ist auch. Ne? Und ich würde deswegen auch nicht sofort jemand so versuchen einzuordnen, der oder die zum Beispiel dem Hipster-Outfit entspricht, sofort zu sagen, die Person hat kein Bewusstsein für irgendwas. Das kann ja auch... Also ist auch widersprüchlich, der Begriff offenbar. Ja. Jetzt würde ich gerne nochmal dich fragen, Schorsch, wenn du sagst, du willst es nicht so auseinanderdividieren, was man analog oder digital bewegen kann oder konsumieren kann, je nachdem. Nochmal zurückgeguckt auf, ja, vielleicht die Entstehungsgeschichte des Punk, die geht, glaube ich, doch zumindest einher oder berührt sich in der Ursuppe mit dem Chaos Computer Club zum Beispiel. Also wo Leute im digitalen Raum ganz klar sagen, wir machen uns da schlau, wir haben die Mittel und wir können programmieren und damit ja gegen Öffentlichkeiten schaffen, auch Aktionen schaffen, Strukturen schaffen. Siehst du da eine inhaltliche Nähe oder eine Verwandtschaft zum CCC oder zu Hackern? Gefühlt irgendwie auf jeden Fall. Also so, das, ich kann es nicht super beurteilen, weil ich einfach nicht in der Szene war, aber das war, gefühlt ist das so. Vielleicht muss man noch mal einmal was sagen, was wirklich schwieriger ist, scheint zu sein, eine Gegenkultur als einen wirklichen Lebensentwurf zu begreifen. Also tatsächlich so eben komplett zu sagen, ich steige damit auch sichtbar aus. Das heißt, wenn ich irgendwie mich so gebe oder wie auch immer, bin ich ernsthaft oder so draußen oder so, however. Also ich lebe damit ein anderes Leben.
eins, was irgendwie auch deutlich zeigt, ich bin vielleicht nicht ganz einverstanden mit dem, wie das sonst hier so ist. Und das ist eben auch ein großes Problem, weil man kann das immer nur im Kleinen. Also du kannst Veganer sein und lebst damit auch schon anders, bist aber trotzdem meinetwegen, arbeitest in der Werbeagentur. Also es ist sehr, sehr schwer, sehr deutlich irgendwie einen Lebensentwurf zu leben. Und das war so ein bisschen etwas, was wir vielleicht zu der Zeit, als ich eben Jugendlicher war, gerade noch so machen konnten. Dass man wirklich da noch so komplett die eigenen Strukturen schaffen konnte. Also wenn man dann eben über das, wie man sich ausdrücken wollte, über Äußerlichkeiten oder eine Band oder einen Plattenladen oder ein Label oder was auch immer, was man immer noch machen kann, aber wirklich auch sagen konnte, okay, ich lebe jetzt anders. Ich gehe auch noch in eine Stadt, was sich auch sehr verändert hat, in eine Gegend, die irgendwie nicht bürgerlich ist. Also keine Ahnung, man zog nach Kreuzberg oder meinetwegen nach St. Pauli an den Hafen. Da wollte niemand leben. Da war einfach niemand. Und man konnte für quasi kein Geld in irgendeine Wohnung gehen. Und das war eine Möglichkeit von einem tatsächlich täglichen, alternativen Andersleben, weil man es wollte und die Möglichkeit dazu hat. Und das ist natürlich auch schwieriger geworden, genau weil diese Gegenden, die ich eben gerade genannt habe, angesagte Gegenden sind, die irgendwie trotzdem Kreativplätze sind, und aber mittlerweile eine teure Marke, also St. Pauli ist ja interessant, wo ich wohne, sehr ambivalent, da gibt es ja den Club, der nennt sich auch antifaschistischer Fußballverein, hat diesen Totenkopf auf der einen Seite, der gleichzeitig aber auch ein teures Merchandise-Artikel ist und so weiter. Da wollen mittlerweile Leute wohnen, St. Pauli ist so teuer wie München und als wir dahin zogen, war das eine der billigsten Gegenden Europas, eine der ärmsten auch. So haben sich die Dinge verändert. Also es scheint wesentlich schwieriger zu sein, einen kompletten Lebensentwurf zu leben, was man ja davor vielleicht als Hippie machen konnte oder als überhaupt als wirklich ein alternatives Aber war das nicht vielleicht auch davor, wenn du jetzt gerade Hippies reinzitierst oder was auch, welche Gruppe auch immer du nehmen würdest, was weiß ich, Techno, Öko, nee, Techno was auch nicht. Immer. Techno war, kam danach. Techno war Part-Time. Techno war auch eher Wochenende. Aber ist das nicht auch so, dass es an ein bestimmtes Lebensalter gekoppelt ist? Also dass ein Lebensentwurf durchzuziehen von der Wiege bis zur Bahre per se schwierig bis unmöglich ist? Nicht unbedingt. Also du kannst ja immer noch sagen, ich ziehe jetzt in den Wald. Nur du kannst es irgendwie schlechter sagen als jemand, der gleichzeitig der Gesellschaft sagt, ich mache das, um euch vielleicht auch irgendwie eine andere Vision oder vielleicht ein Gegenmodell zu geben. Das passiert, das ist einfach nur Aussteigen. Unser Zeugs war aber innerhalb und trotzdem deutlich dagegen. Und das konnten wir jeden Tag zeigen und leben. Und das ist schwieriger geworden. Also würdest du im Nachhinein sagen, du hattest Glück? In dem Fall würde ich das so nennen. Ich glaube ja trotzdem nicht daran, und da bin ich voll d'accord, dass das nicht mehr möglich ist. Das glaube ich ja gar nicht. Genauso wie ich nicht glaube, dass die Leute jetzt plötzlich anders denken oder unpolitischer geworden sind. All das nicht. Es gibt genug Möglichkeiten, sich zu äußern, an irgendwas teilzunehmen. Protest ist möglich. Man kann sich irgendwie zusammenschließen. Man kann auch Dinge erreichen. Auch gerade in Städten gibt es eine Menge Möglichkeiten der Partizipation. Manchmal, und da gibt es ein Buch, das heißt Kollaboration. Also man muss zum Teil anders kollaborieren. Also das ist möglich, aber ansonsten, glaube ich, gibt es immer die Möglichkeit, Nein heißt Nein zu sagen. Also das gibt es immer. Was würdest du sagen, Tarek? Ist das, was du machst, hast du eine politische Message? Willst du die Gesellschaft verändern oder betreibst du da das, was du denkst, ja, interessiert mich, wird wohl auch andere interessieren? Ja, also schon sehr politisch, was ich mache, wie ich finde. Also ich habe mir jetzt nicht unbedingt das leichteste Thema ausgesucht. Ne? Ich glaube, wenn es mir nur um Erfolg gehen würde, würde ich mich einfach schminken vor der Kamera. Da hätte ich, glaube ich, mehr Erfolg. Oder halt Game, so. Ich glaube, dann würde ich eher schminken, aber wurscht. Auf jeden Fall. Ist das schon sehr, sehr politisch, was ich mache. Und es ist auch immer Protest, was ich mache. Also ich würde mich jetzt wahrscheinlich, als ich noch jünger war, gar nicht so als Protestler bezeichnen, weil ich das nämlich anders hatte. Ich hätte es immer ganz cool gefunden, wenn ich mal so gewesen wäre wie der Rest, so wenn ich dann mal Mainstream gewesen wäre. Da wäre ich ziemlich zufrieden mit gewesen, glaube ich, als ich jung war. Also mir ging es immer gar nicht darum, irgendwie großartig aufzufallen, weil ich bin halt schon irgendwie dann in Recklinghausen mit den ganzen Stefans und Christians und Sabines bin ich einfach aufgefallen. Und ich dachte mir immer so, mein Gott, also es reicht ja jetzt auch mal. Ne? Also es war immer klar, also ich konnte zum Beispiel auch nie beim Sport fehlen. Das hat mich so genervt, weil wenn ich beim Sport gefehlt habe, wusste der Lehrer halt immer sofort, dass ich ja nicht da bin. Bei den anderen, die konnten teilweise echt einfach fehlen. Das hat mich einfach super genervt. Deswegen war ich früher halt eher so, Hauptsache nicht auffallen.
totalen Freunde und halt schön im Mainstream irgendwie mitmischen können. Natürlich nicht so wirklich funktioniert, aber jetzt natürlich nutze ich dieses ganze Auffallen und auch diese ganzen vielleicht auch Diskriminierungserfahrungen, die ich halt mache, um halt auch einfach dann dem Mainstream zu sagen, pass mal auf, Freunde, so wie es halt jetzt gerade läuft, muss es einfach nicht weiterlaufen. Und es gibt einfach viele Themen, gerade wenn es um Diskriminierungen und Rassismus und Sexismus und Homophobie geht, wo ich mir wünschen würde, wenn diese Themen halt viel, viel mehr im Mainstream diskutiert werden. Und das ist ja auch so ein bisschen, sondern auch mein politischer Auftrag, den ich mir jetzt so ein bisschen gesetzt habe, so dieses ganze Abstrakte, was so die Gender Studies ja auch sind, so diese Wissenschaft, die sehr abstrakt auch teilweise ist, wo ich auch manchmal nicht so richtig durchblicke, so das halt irgendwie für den Mainstream quasi zu reduzieren auch teilweise. Aber passiert nicht genau das? Weil du sagst, du bist damit in dem Sinne nicht erfolgreich. Ich glaube, genau damit fällt man doch auf. Genau mit Nische fällt man doch gerade auf. Und genau diese Themen. Naja, schön wäre das. Das stimmt halt leider nicht. Aber wir haben doch gerade die Debatte. Es gibt doch gerade diese Nein-heißt-Nein-Debatte zum Beispiel über eine Person, wo ich ein bisschen fragwürdig finde, dass die ausgerechnet das auslöst. Also, wie heißt sie? Gina Lisa? Also, Gina Lisa ist ja nicht jetzt so der, also diese Debatte gibt es ja schon relativ lang. Natürlich gibt es sie lang, aber die ist jetzt auffällig. Halt ein, ja, ja, klar, aber das ist ich glaube, dass du hier nicht sitzen würdest, wenn du nicht eine Nische vertreten würdest. Naja, aber ich sage ja nicht, dass also, wenn du dich schminken vertrete. Würdest, wie du sagst, wärst du dadurch möglich, wenn es geht du ja sagst, darum, dadurch bist du nicht erfolgreich, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass du gerade durch dein Alleinstellungsmerkmal, weil du was Besonderes machst, grad, und das finde ich auch richtig so, dass du auch gerade dadurch irgendwie eine Auffälligkeit erreichst, sonst würde nämlich genau nichts passieren. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die Redakteurin würde ich mein, jetzt vielleicht sagen, Dagi Bee haben wir nicht gekriegt. Nee, Quatsch. Genau, der war halt einfach umsonst da, ne? Hatte gerade ein Stündchen Zeit. Nee, also ich merke ja, was ich für ein Feedback bekomme, wenn ich halt zum Beispiel auf Kooperationssuche gehe oder wenn ich halt sage, Leute, pass mal auf, ich habe hier ein relativ nettes Format, schaut doch mal rein. Also kein Medienhaus sagt, das ist ein Thema, mit dem wir schnell Erfolg machen können. Du hast es versucht, habe ich gelesen, beim WDR als erstes. Ich habe es beim WDR versucht, dann hatte ich meine Kooperation mit Spiegel Online und mit Bento. Und mir wird immer gesagt, das, was ich mache, sei Nische. Ich selber würde das niemals sagen. Ich sage, das, was ich mache, ist absolut Mainstream-kompatibel. Aber du unterscheidest aber so das von außen. Aber das, was ich natürlich mitbekomme, das Feedback, das ist halt schon was anderes. Und das jetzt nochmal zu dieser Nein-heißt-Nein-Debatte, die jetzt auch relativ komplex ist, über die wir jetzt auch gar nicht reden sollten, vielleicht weil das einfach ein großes Thema ist, ist einfach die Arbeit von extrem aktiven Feministinnen und Feministen, die es einfach jetzt geschafft haben, dass dieses Thema mit Nutzung des Internets natürlich diese mediale Aufmerksamkeit bekommt, die es schon vor zig Jahren hätte haben müssen. So. Ist Tareks Genderkrise was du jetzt nach heute Abend mal anklickst oder vorher die auch schon angeschaut hast? Noch nicht angeschaut, aber werde ich mir anschauen. Ich finde auch generell so Genderkrise und Ich gehöre zu dieser Sexualität und alles. Finde ich extrem spannend, muss ich zugeben. Und ich glaube, man sollte auch einfach alles tolerieren, solange es nicht irgendwelche anderen Personen negativ angreift. Auch was Transgender, Bisexuelle, Homosexuelle, Polisexuelle, alles mögliche. Es gibt ja wirklich irgendwie alles. Bei den meisten gibt es eigentlich nur hetero, bi, homo, wenn überhaupt nicht bi. Und es ist wie ist das bei den so Einhörnern? Groß. Nein, Quatsch. Ich Katzen. Aber dennoch nochmal die Frage: Ich habe mir natürlich auch ein paar Sachen angeguckt, die du super findest. Oh Gott. Du hast es kundgegeben und war da bei Breeding Unicorns ja. Und bei Melissa Lee und versucht gerade zu finden, was ich mir rausgeschrieben habe. Okay, die sieht halt aus wie Zuckerwatte. Ja, genau, wie Zuckerwatte mit noch so ein paar Sachen dran, die glitzern. Glitzer. Und das, was ich mir angeguckt habe, war tatsächlich, dass sie so ein paar Plateauschuhe umgearbeitet hat in Einhornschuhe. Ja. Juhu. Und die eben beklebt mit Rüschen und Perlen und Sternchen und natürlich mit von der Firma Schleich gesponserten Einhörnern. Und dann sagt sie, ich möchte am liebsten den ganzen Tag glitzernde Dinge auf andere glitzernde Dinge kleben. Und das ist natürlich auch völlig okay, wenn sie das gerne machen möchte und es ist auch okay, wenn es sich andere angucken. Aber ist das das, wo du sagen würdest, das, ja, weiß ich nicht, das ist in irgendeiner Weise mit
gesellschaftlichem Auftrag verbunden oder ist das einfach, jemand filmt sich bei der Ausübung seines Hobbys und andere, die dasselbe Hobby haben, gucken sich's an? Ich glaube, sie möchte einfach nur ein bestimmtes Label setzen, dass man halt einfach seine Sache durchziehen möchte. Zum Beispiel, sie ist halt eine Person, sie hatte halt kurze Schule, sagen wir es so, hat halt relativ früh mit der Arbeit angefangen, würde ich sagen, hat jetzt einen eigenen Laden in Berlin, Online-Shop, ist auf tausend von Anime-Conventions, verkauft ihren eigenen Stuff. Also und klassische Karriere. Würde ich nicht unbedingt sagen. Es läuft einfach bei ihr gut. Und sie setzt halt einfach ihr Label durch. Also sie war, glaube ich, von Anfang an ein bisschen anders, aber im positiven Sinne. Sie war halt einfach abgefreakter und einfach... Naja, ihre Nische, falls es mal eine war, wurde ja zum Produkt oder zur Marke Label, hast du gesagt. Oder? Ich muss Katzen füttern. Aber nochmal zu diesem Begriff Nische zurück. Das ist natürlich, also was wir heute Abend, glaube ich, machen, ist so ein paar Widersprüche aufeinandertürmen, Mainstream und Nische. Du sagst, du besetzt, sagt die Mehrheit, eine Nische. Du würdest sagen, ist nicht Nische, sondern ein Thema, das alle angeht und mit dem sich alle beschäftigen sollten. Dein Ziel wäre es dann demnach, dass so in der landläufigen Zuschreibung deine Nische zum Mainstream wird? Dass verstanden wird, dass die Nische, die ich mache, keine Nische ist, sondern dass sie in den Mainstream gehört. Ja, so würde ich sagen. So, also, jetzt liegen hier eine Menge Widersprüche vor euch, die ihr sicherlich jetzt auch nicht auflösen werdet in den nächsten Minuten, aber zu denen ihr vielleicht was sagen möchtet, ergänzen oder kommentieren möchtet. Das würde mich jetzt schwer wundern, wenn da niemand was zu anmerken möchte. Es läuft einfach gut. Da fasst sich jemand ein Herz. Bitte schön. Ich würde jetzt zurück, also eine Anmerkung zum Hauptthema, also die Gegenkultur und ob die jetzt in der heutigen Zeit noch so stattfindet und was ein Grund dafür sein könnte, dass die jetzt nicht so stattfindet. Und ich habe das nicht direkt mitbekommen, aber dann direkt nach mir wurde die Schule verkürzt. Ich habe noch 13 Jahre gemacht, habe aber dann auch direkt die Bachelor-Reform, also Bologna-Reform mitbekommen. Und ich glaube, dass ein großer Punkt, um Gegenkulturen zu entwickeln, einfach Zeit ist. Und ich glaube, in unserer Generation, also ich bin jetzt 27, aber auch darunter, dann fehlt einfach eine gewisse Zeit, um sowas zu entwickeln. Und wir haben auch die Unsicherheit, die wir jetzt nach dem Studium, also einen Master zu haben, heißt lange nicht, dass man irgendwie einen geilen Job bekommt, selbst wenn man den, gerade wenn man den in Geisteswissenschaften macht. Und ja, habe ich noch. Und ja, also wir leben einfach dann auch in einer anderen wirtschaftlichen Unsicherheit als zum Beispiel meine Eltern, wo es klar war, also mein Vater ist zwar älter, aber der hat ein Studium gemacht und danach hat er einen guten Job und das war eigentlich fast sicher. Und in dieser Sicherheit hat man einfach, würde ich als These aufstellen, mehr Zeit, sich einer Gegenkultur zu widmen und diese dann auch aufzubauen. Und ich glaube, das fehlt vielleicht uns. Ich weiß nicht, ob du da nicht widersprechen würdest, weil zumindest wie ich das Buch gelesen habe, habt ihr euch die Zeit genommen und nicht drum geschert. Ja, schon, aber wir sind eben auch in einer anderen aufgewachsen, also wo das Gefühl auch da war, dass man, und das ist wirklich interessant, also was du beschreibst, glaube ich, stimmt komplett. Also das und das, wie gerade jetzt, wir leben irgendwie in einer Zeit, wo man irgendwie so Probezeiten bekommt, wo man eine Zeit lang irgendwie mitmachen kann und dann wird einem suggeriert, danach bist du draußen. Oder also das scheint so zu sein, es gibt einen ganz anderen Druck, der ist insgesamt ganz anders da. Und das meine ich eigentlich auch ein Stück weit mit einem Lebensentwurf. Also in der Zeit, in der wir möglicherweise ähnlich nachdenken sollten, war es einfach so, dass man sich überlegt hat, okay, ich gehe jetzt einfach mal 2 Jahre nach Marokko oder mach einfach 2 Jahre nichts. Und das heißt ja nicht, dass wir irgendwie mutiger waren, sondern das ist im Moment über unendlich viele Gründe nicht möglich. Und nicht, weil die Leute irgendwie unmutiger sind, sondern es ist einfach schwieriger, weil man einfach in ganz anderen Netzwerken hängt und ganz anders verpflichtet ist. Und ein Teil davon, glaube ich, ist schon so ein Bachelor-Master-System und einfach dieses
dieses Gefühl, teilnehmen zu müssen. Übrigens, und sich verökonomisieren zu müssen, also Zeit ganz anders einzuteilen. Also sich Zeit nehmen, ist etwas, was wir viel schwieriger können. Und das trifft uns übrigens selber auch. Auch ich bin gerade heute hier und morgen da und habe meine eigene Ökonomisierung. Man spricht ja von einer Subjektivierung des Lebens. Also auch wenn du das völlig frei machst, wird man dazu gedrängt, ein Geschäftsführer des Selbst zu sein. Ist ja auch so eins dieser besonderen Slogan, aber es scheint so zu sein. Es scheint unheimlich viel schwieriger zu sein, zu sagen, scheiß drauf, ich breche die Schule ab und gehe jetzt irgendwie auf die Straße oder sonst wohin. Das ist weniger möglich. Das hat ganz, ganz viele Gründe. Also das hat wirklich viele, viele Gründe, die zum Teil und an allererster Stelle mit Kapitalismus zu tun haben. Aber das würde jetzt zu weit führen. Bitte. Also ich glaube das auch mit der Zeit, dass ihr das Schwierige habt. Ich gehöre jetzt eher zu der Generation von Schorsch, auch wenn ich nicht so aussehe. Aber was ich merke, ist so eine Gegenkultur. Na, du siehst auch noch super jung aus. Na, schönen Dank. Also, das wollte ich gerade von mir auch sagen. Höre ich jedenfalls von meiner Tochter, die so alt ist wie du, höre ich das. Und die macht auch immer so, irgendwie scheint es ein Automatismus zu sein. So, und, aber was mir so auffällt, ist, die Schwierigkeit, ich war früher auch Punk und es, was ich sehe, ich habe bis vor ein paar Jahren auch darüber abgekotzt, was für ein Mainstream da nach mir kommt. Viel mehr heiraten und machen ihr Bauhäuschen und haben ihre Kinder. Und was ich aber inzwischen so mitkriege, ist, dass ich da früher gegen meine Eltern rebellieren konnte, gegen das Dorf. Ich musste nur so rumrennen und hörte von den Alten, du gehörst in die Gaskammer. Ja, wirklich. Ja. Mit Iro, dann bist du, hallo, besser hätten sie dich vergast. Diese Sachen hab ich gehört zumindest. Und für mich war das so, ich fühlte mich frei, aber ich habe mich eher dann auch an die heteronorme Kultur gewandt. Ich war anerkannt, weil ich sehr männlich unterwegs war, als Punk. Und was mir jetzt als Gegenkultur gefällt, ist, dass das so eine neue, und das ist für mich keine Nische, sondern so wie ich mich gefühlt habe, subversiv als Punk irgendwas reinzubringen über meinen Job später und immer noch mit meiner Denke, auch wenn ich nicht mehr so aussehe, kriege ich mit, dass dieses mit den Genderrollen, mit den Klischees, dass das für mich das Neuere ist, wo hier die Jüngeren eine Chance haben, ein, wie du es vorhin gesagt hast, Lebensmodell zu leben. Ich lebe immer noch in einer WG mit über 50 und da dann zu sehen, okay, meine Tochter spielt mit diesen Genderrollen und findet es toll und das ist das, wo ich mich früher eher angeglichen habe, um anerkannt zu sein und sie sagt, ey, wie auch immer, ob das jetzt Fluid Gender ist oder wie das alles heißt, das empfinde ich als was Neues, was ich langsam reinsickern sehe in die Gesellschaft, weil diese Jungs, Mädchen, Trans, whatever, auch dann das so leben, in der Schule, in ihrem Freundeskreis und sich trauen. Und das ist für mich so eine Gegenbewegung, auf jeden Fall, mit individuell auf ihre Geschlechter. Was bin ich, wer bin ich? Okay, ich kann Nike anziehen, ich kann aber auch Ringelstrümpfe anziehen oder mich mit irgendwelchen Unicorns bekleben. Das gibt es wirklich schon im Netz, aber das so, wie lebe ich mein Frausein, Mannsein oder dazwischen oder Sternchen Gap, das finde ich ein Lebensentwurf. Okay, also das als Möglichkeitsraum, wo wir vorhin schon auf der Suche waren. Jetzt würde ich trotzdem gerne noch mal hier als Abschlussrunde, es sei denn, es gibt noch andere Fragen oder Anmerkungen von euch. Von da hinten, an der Tür. Nee, da an der Tür. Da an der Glastür. Ja, ich bin ja völlig irritiert, dass ihr glaubt, dass es heute Punk sein nicht möglich ist. Dass das ein Zeitproblem sein soll. Also ich konnte nicht Punk sein, weil ich Bachelor machen musste. Was ist das für eine Haltung? Verstehe ich überhaupt nicht, muss ich sagen. Teile ich auch gar nicht, weil ich finde, damals war halt Schule abbrechen angesagt oder nicht studieren oder so. Das ist heute auch noch die Frage. Ja, aber wir leben trotzdem in einer anderen Verknüpftheit, wo es anscheinend irgendwie nicht ganz so einfach ist, in dem Sinne. War das einfach vor 20 Jahren nicht zu studieren oder abzubrechen? War das vor 20 Jahren einfach Schule abzubrechen oder nicht zu studieren oder so? Nee, vor 20 Jahren war es für die Kinder aus Arbeiterfamilien schwieriger, als heute sogar auf die Uni zu kommen. Man hat es zum Teil noch als sinnloser auch begriffen, möglicherweise irgendwo drin zu stecken. Und es scheint so zu sein, dass wir in Zeiten leben, in der man unbedingt irgendwie verknüpft sein muss, in irgendeiner
in irgendeiner Struktur. Das scheint so der Punkt zu sein. Es scheint schwieriger zu sein, zu sagen, hey, ich will genau 0,0 zu irgendwas dazugehören. Das scheint schwieriger zu sein. Aber ich finde, das Wissen ist doch so umfangreich da, gesammelt durch Punkbewegung und so weiter, dass es eben ein Schein ist, dass wir das sozusagen auch dekonstruieren können. Es geht auch um Emanzipation anscheinend bei Punk. Es geht doch irgendwie um Selbstbestimmtheit und das ist doch möglich. Ja, das stimmt schon. Nur ist es anscheinend viel schwieriger, diese Selbstbestimmtheit in ein Bild zu bringen. Das muss man doch einfach erstmal so akzeptieren. Das kann ich doch sagen, der ich irgendwie den sogenannten Mut hatte, das nicht mitzumachen. Und trotzdem verstehe ich, dass diese Art von Möglichkeit, jetzt irgendwie Punk zu sein, wie du es nennst, heute einfach wesentlich komplexer und schwieriger ist. Das ist nicht so leicht möglich. Aber ist es heute noch möglich? Ja, Bist du noch Punk? Ja, auf eine ganz andere Art und Weise, würde ich sagen. Also ich meine, wenn wir jetzt über gegenkulturelle Dinge sprechen, würde ich sagen, bin ich das schon. Aber eben natürlich nicht mit der Einfachheit des Irokesenschnittes. Ist also, ja logisch, natürlich. Aber es heißt ja, man kann doch, wenn du das so sagst, würde ich rückschließen, die Leute sind heute nicht so mutig, wie wir das mal waren. Und daran glaube ich nicht. Also um da mal eine Zeile rein zu zitieren aus dem Song, der dem Buch den Titel gegeben hat, das alles reimt sich noch auf Riot und auf Licht. Und ich glaube, Markus, das, was du gesagt hast, das war halt, vorhin wurde es schon mal angesprochen, die Schwarz-Weiß-Schattierung. Damals hatten wir halt, also ja, wie im Buch beschrieben, die Eltern spielten Nana Mouskouri, wenn es schlecht lief. In der Kneipe wurden rassistische Songs oder irgendwelche NS-Schlager gesungen und in den Regierungen waren SS-Leute oder gediente Wehrmachtssoldaten. Also sprich, das ist tatsächlich, also dieser krasse Kontrast oder dieser Hintergrund, in dem man auf keinen Fall aufgehen wollte, ist so nicht mehr da. Also das ist eben diese Aufsplitterung. Du wolltest noch mal was sagen dazu. Ich glaube, das ist halt einfach innerlich, wenn man jetzt zum Beispiel feststellt, okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie man sich jetzt fühlt als Punk, würde ich jetzt sagen, weil ich würde mich halt selber nicht jetzt als Punk fühlen, beziehungsweise wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt ein Punk, ist das ganz was anderes, was auch Stadt angeht, was auch Berlin angeht, weil in Berlin sieht man halt eigentlich alles und dann sagt man halt als Ausrede, sagen wir jetzt mal, es ist Berlin. Wenn wir jetzt irgendeinen Typen total groß, total breit gebaut in einen Einhorn-Jumpsuit sehen, durch den Alex, würden wir sagen, es ist Berlin. Wenn wir jetzt irgendwelche Punks sehen mit wirklich, keine Ahnung, meterlangen Irokesen, totalen Dogs mit total abgefetzten Jeanswesten und weiß ich nicht was, sagen wir, es ist Berlin. Es ist halt einfach genau in dieser Stadt, es ist auch komplett kompliziert aufzufallen, weil... Aber es trifft es, was du sagst. Also wie soll ich halt Punk sein, wenn ganz Berlin Punk ist? Ja. Nur mal so gesagt, also das ist natürlich schwieriger. Das Zeitargument, das wir vorher gehört haben aus dem Publikum, lässt du das gelten? Weil das hat jetzt diesen starken Widerspruch halt, eingeholt. Auch, heutzutage denkt man halt, also denken wirklich auch die Älteren, die Nudeln halt, wie soll ich das sagen? Man ist an Anderssein heutzutage dran gewöhnt, würde ich so sagen. Dass man halt einfach sagt, okay, Ältere sagen jetzt zum Beispiel, okay, die hat Katzenohren auf, ist halt so, lass ich sie mal in Ruhe. Solange sie nicht irgendwie jemanden mit den Katzenohren angreift oder sowas, ist halt okay. Ja das gut, ist wir halt haben jetzt hier natürlich genau die Beispiele, wo das stimmt, anders sein ist heute okay und wo es nicht stimmt, das hast du erzählt, wo es eben nicht stimmt und anders sein nicht okay ist. Jetzt würde ich trotzdem gerne nochmal den letzten großen Wurf versuchen. Und fragen dann eben doch nochmal eingedenk der Überschrift und des Themas, in dieser unübersichtlichen Lage mit dann ja doch widerstreitenden Ansichten zu bestimmten Fragen und Themen oder auch Definitionen, was eröffnet, dann jetzt dann doch positiv formuliert, was eröffnet das Netz, um diese Nische, dieses Anderssein, diesen Protest oder dieses Gegen in die Welt zu holen? Vielleicht willst du anfangen. Sehr gerne. ich würde einfach sagen, dass man sich vernetzen kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Einfach, dass man checkt, passt mal auf, wenn ich jetzt irgendwie in meinem Dorf oder auch in der Großstadt, ich meine, man kann das auch nicht immer so trennen, in der Großstadt ist alles easy peasy und auf dem Dorf ist alles blöde. Aber einfach, wenn man merkt, passt mal auf, ich passe jetzt irgendwie nicht so in diese Welt hinein, die so um mich herum passiert vielleicht, dann habe ich einfach die Möglichkeit zu checken, ey, ganz ehrlich, es gibt noch zig andere Menschen auf dieser Welt, denen geht es genauso und mit denen kann ich mich
vernetzen. Ich habe zum Beispiel mal so eine Folge gemacht über asexuelle Menschen und hatte auch vorher gar nicht so eine Idee davon, wie die, was da so alles mit beispielt oder was auch für scheiß Erfahrungen diese Menschen machen müssen. Und mit denen ich halt dann gesprochen habe im Vorfeld im Interview, die haben mir einfach gesagt, dass so diese ganzen Plattformen und Netzwerke für die wie so ein Halleluja-Ding war. Einfach zu merken, pass mal auf, da sind noch so viele andere Menschen, denen geht es genauso wie mir und die sind genauso normal, wie ich halt auch normal bin. So, nur weil halt mein Umfeld mir nicht diese Normalität, die ich halt gerne hätte, ermöglicht, heißt das nicht, dass ich halt das Problem bin. Und ich glaube, das ist halt im Netz einfach eine ziemlich gute Sache, dass man einfach sich vernetzen kann und andere Menschen treffen kann, die vielleicht nicht in der eigenen Lebens in Realität sind, aber dann somit dann doch irgendwie Teil davon werden und man einfach merkt, dass man, klingt ein bisschen schleimig, aber dass man einfach nicht allein ist mit dem, wie man halt so drauf ist. Es gibt halt eigentlich immer eine Person, die es gefällt. Würde ich okay. so sagen. Es gibt immer eine Person, die es gefällt. Es gibt immer irgendwelche Gruppen. Es kommt auch komplett drauf an, ob man lieber ein komplett alleiniger Mensch sein möchte. Und dann ist man halt auch je nachdem weniger oder mehr im Netz, weil man findet halt irgendwann mal immer irgendwelche Menschen, die halt ähnlich denken oder gleich denken wie du. Oder es gibt halt aber auch Menschen. Aber die hat Schorsch auch vor der Haustür plus minus gefunden. Naja. Aber vielleicht stimmt es ja auf eine Art. Also möglicherweise wäre jemand in seinem Dorf ja wirklich verreckt. Dass man einfach echt niemanden getroffen hat. Das ist ja, wäre ja möglich. Da hast du es natürlich wirklich erstmal leichter. Da kannst du den ersten Sprung wirklich schneller machen. Ja. Ganz eindeutig. Ansonsten ist es natürlich in unserem Fall möglicherweise aufregender gewesen, meinetwegen 1980 nach Amsterdam zu fahren und festzustellen, hey, hier gibt es auch welche, hier sind irgendwelche Codes und Zeichen, die müssen wir jetzt finden und du entdeckst das und triffst das und es gibt da irgendwie Gleichgesinnte und so weiter. Das ist vielleicht dann nochmal ein bisschen physischer und direkter, als wenn man das jetzt über einen Rechner macht. Aber ansonsten, es hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall würde ich dir da recht geben, es geht auf jeden Fall, findest du schneller raus. Was bringt das Netz der Jugend gegen... Das Netz würde ich auch genauso sehen, also dass man sich vernetzen, austauschen kann, Horizont erweitern kann, also Wissen erweitern kann. Also auch da hat das Netz ein großes Potenzial, wenn man es positiv anlegt und auch positiv nutzt. Es gibt auch die Negativseiten, ne, die dann ja auch zu Information Overflow und so weiter und auch zu Fehlinformationen und was es da so alles gibt mit Verbreitung von Verschwörungstheorien. Führen kann, aber ich denke, es ist ein riesiges Potenzial da, sich andere Menschen über das Netz zu kontaktieren und mehr zu erfahren, also über andere Winkel auf der Welt auch und das für sich selbst, also positiv gesehen dann auch zu reflektieren und nur in die eigenen Lebenskontexte mitzunehmen. Okay, Charlie, von dir erwarte ich mir jetzt die Top 3 der YouTube-Channel oder Blogs oder so, die sich hier die Leute mal angucken sollen. Oh Gott. ich finde halt einfach Preen Unicorns cool, weil sie zieht ihre Sache durch und ist eine super Modedesignerin und macht tolle Kollektionen und alles. Ist auch bald wieder bei einer neuen Kollektion. Sweet Tooth Collection heißt sie, glaube ich. Auf jeden Fall dich. Würde ich einfach mal machen, weil ich finde halt einfach deine Themen total interessant und pack mich, wenn ich zu Hause bin, instant an den Laptop und google nach dir und alles. Und ich finde auch Dark Victory ganz spannend, weil mir gefällt halt einfach seine Meinung und der macht halt auch politisches. Genau. Eigentlich auch politisches ähnliche Themen, und oder? Eigentlich so gesehen auch, ja. Und der macht halt einfach, der ist halt sehr Multikulti, würde ich sagen. Also der macht sehr viel mit Zeichen und alles und ist halt einfach ein sympathischer Typ und ja. Okay, dann wäre die letzte Frage an dich, Schorsch. Wenn du so alt wärst wie Charlie, wo und wie würdest du dich heute ausleben mit 15? Wahrscheinlich ähnlich. Also ich denke das auch. Oder was ja auch hier der eine Zuhörereinwurf war. Ich finde, da gibt es natürlich durchaus eine große Kompetenz, was die jetzt hier machen. Und ich werde mir auch mal so anschauen, was ihr so macht. Nein, das will damit sagen, das interessiert mich durchaus. Genau das. Okay, der Abend hat vernetzt. Vielleicht und ist ja auch nicht geil. Und wird eine Hörfunksendung, nämlich ein Hörsaal am 17. Juli, das ist ein Sonntagabend, steht danach auch online.
Und dann treffen wir uns Jahreszeiten gemäß im Juli wieder, wieder letzter Mittwoch des Monats, das ist dann der 27. und reden über Klimawandel und Artenschutz im Netz unter dem Titel Am warmen Polar. Vielen Dank heute Abend, dass ihr gekommen seid und vielen Dank an euch fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren. Ich wurde die ganze Zeit voll übergangen. Protest gegen Kultur. Hast du eine knackige Frage, dann ist das PS. Ich habe einfach noch einen ganz kurzen Punkt. Also wir reden hier die ganze Zeit irgendwie über Punk, wie das im Internet funktionieren soll oder Vergleich irgendwie damals, heute und Punk als Synonym für Gegenbewegung. Also wir haben irgendwie kein einziges Mal über die ganzen Hacker geredet. Also doch, wir haben über die Hacker geredet. Ja, irgendwie kurz angesprochen, aber wir können natürlich irgendwie über Bravo und Neon und keine Ahnung was reden und die ganze Zeit fragen, wo ist denn hier die Gegenkultur? Aber wir müssen uns irgendwie das Ganze angucken, also auch alles, was nicht auf so offensichtlichen Plattformen stattfindet oder Open Source Community oder sonst was. Das erfahren Sie in der nächsten Folge von. Genau. Also, Charlie, okay. Schreiben wir ins Hausaufgabenheft für den digitalen Salon und wir haben leider von den Gegenkulturen und Jugendbewegungen heute wahrscheinlich sowieso im Ganzen nur 35% getippt, geschweige denn in Ausführlichkeit besprochen. Von daher nehmen wir das mit. Vielen Dank. Und wenn du das nochmal vertiefen möchtest mit einem, der hier sitzt oder die hier sitzt, nur zu. So, vielen Dank euch allen fürs Kommen, fürs Zuhören und fürs Fragen. Tschüss.